Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Blickpunkt Leine Bergland. Heute starten wir mal hier im hochwassergeplagten Eifeld. Schauen Sie mal rein. Ja, wir sind hier mit Roland Schaper, den meisten Eifeldern sicherlich bekannt als Repräsentant der Volksbank Eifeld. Heute aber mit uns hier in anderer Funktion unterwegs. Und wenn ich hier sage hier, dann meine ich hier die oberen Anlagen, wo wir jetzt gerade stehen, die vom Hochwasser auch sehr stark betroffen sind. Herr Schaper, was haben Sie sich denn einfallen lassen? Ja, ich danke erstmal für das Gespräch heute. Ich bin heute hier als der amtierende Präsident des Eifelder Lions Clubs und wir haben in Anbetracht der Notlage Gespräche mit der Stadt Eifeld geführt und Spendenkonten eingerichtet, gemeinsam mit der Bürgerstiftung, denn wir wollen finanzielle Hilfe hier vor Ort leisten und zwar für diejenigen, die am schwersten getroffen sind und vielleicht keine Erwartung auf Versicherungsleistung haben. Da nutzen wir gerade unsere Netzwerke und hoffentlich auch breite Teile der Bevölkerung, um Spenden einzusammeln, um Bedürftige und Härtefälle da etwas finanziell auch abzufangen und aufzupäppeln. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie werden denn die Spendengelder verteilt? Wie haben Sie das organisiert? Also ganz konkret, es wird ein Gremium geben aus Mitgliedern der Stadt Eifeld, des Lions Clubs und auch der Bürgerstiftung. Und diese Mittel werden dann möglichst transparent vergeben, und zwar nach Bedürftigkeit und sozialer Notwendigkeit. Wenn ich jetzt als Zuschauer oder jemand kenne, wo ich sage, Mensch, ja, das wäre klasse, wenn man mir oder demjenigen helfen kann, wie geht das vor sich? An wen muss man sich denn wenden eigentlich? Also der Lions Club ist ja nicht nur hier in Eifeld ansässig. Unser Geschäftsgebiet geht von Gronau, Eelze, Eifeld, Frieden bis Delixen-Grünplan, das in etwa. Und genau für diese Region wollen wir Mittel zur Verfügung stellen. Und jeder ist, der betroffen ist, in der Lage und berechtigt, ein Schreiben an die Stadt Eifeld zu richten. Frau Michaelis, Marktplatz 1, das ist die Adresse. Dort werden die Namen in Form einer Liste gesammelt, um zu einem späteren Zeitpunkt den Betroffenen einen Fragebogen zuzuschicken, wie hoch ist der Schaden, wodurch ist der Schaden entstanden, gibt es Versicherungsansprüche oder nicht. Bürger, die versichert sind und wo die Versicherung leisten, werden wir natürlich nicht primär fördern, sondern eher diejenigen, die keine Erwartungen auf Zahlung aus einer Versicherung haben. Und dort, wie gesagt, ist es uns am wichtigsten, dass die Hilfe dort auch nennenswert ankommt, wo sie am schlimmsten ist. Ich denke gerade dran, es gibt vielleicht den anderen Betroffenen, der den Schaden nicht bezahlen kann, ohne die Immobilie zu verkaufen. Und genau da wollen wir ansetzen, dass sowas verhindert werden kann. Ein sehr löblicher Einsatz. Jetzt gibt es ja Spendenkonten, die bei der Volksbank eingerichtet sind. Die Nummern blenden wir natürlich ein. Dort kann dann jeder seine Spende leisten. Genau, das ist richtig. Wir haben uns abgesprochen mit der Bürgerstiftung. Die Mittel, die die Bürgerstiftung einsammelt, werden, weil es die Bürgerstiftung Eifeld ist, vor allen Dingen in Eifeld und den Stadtgebieten verwendet. Die Lions-Mittel können eben in unserem ganzen Geschäftsgebiet eingesetzt werden, also auch für andere Ortsteile, die ja zum Teil auch stark vom Wasser betroffen sind. Für die Spender ist wichtig, ab einem Spendenbetrag von 50 Euro werden wir, sofern die Adressdaten im Verwendungszweck stehen, Spendenbescheinigung ausstellen können. Finanzamt ist es ja möglich, wenn ich kleinere Spenden nehme, da reicht eine Fotokopie von Kontoauszug, aber ab 50 Euro aufwärts werden wir Spendenbescheinigungen ausstellen, sodass eben auch steuerliche Abzugmöglichkeit als Spende gewährleistet ist. Dann wollen wir jetzt mal gemeinschaftlich hoffen, dass viele Bürger aus dem Leine-Bergland dem Aufruf folgen und Hilfestellung leisten. Das würde uns natürlich sehr freuen und damit kriegen wir auch die Möglichkeit, überhaupt Hilfe zu leisten. Hilfe zur Selbsthilfe oder andere zu motivieren, Gutes mit uns zu tun, das ist uns Laien zutiefst verinnerlicht und ich hoffe, dass wir das allen gerecht werdend gut hinkriegen werden. Sagt Roland Schaper, Dankeschön. Ich danke auch. Vom hochwassergeplagten Eifeld schwenken wir nach Duingen, wo es auch um Hilfe geht, genauer um das Rote Kreuz. Saskia Marschner und Zara Bruns gründen eine neue Jugendrotkreuzgruppe in Duingen und haben hierfür in den Sommerferien die Werbetrommel gerührt, um Mitglieder zu gewinnen. Das erste Treffen findet am 9. August um 18 Uhr im Jugendzentrum Duingen statt. Also nichts wie hin und sich informieren. Aus Duingen kommend sind wir jetzt in Frieden, wo unlängst ein Förderkreis für den SV Frieden gegründet wurde, dem niemand Geringeres als der unermüdliche Sigi Kraft vorsteht. Er sagt, wir streben für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation an. Den Betrieben, die uns unterstützen, garantieren wir hochmotivierte junge Menschen, die eine duale Ausbildung anstreben.
Sie können hier arbeiten und weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung Sport treiben. Aber auch private Sponsoren sind gern gesehen. Denn nur mit einem gewissen finanziellen Aufwand können die Vereine, der Kitt unserer Gesellschaft, weiter existieren. Weitere Infos beim Vorstand des SV Vreden und beim Förderkreisvorsitzenden Sigi Kraft aus Vreden-Efferode. Das war unser Blickpunkt für heute. Ich gehe jetzt gleich erstmal nach Hause und spende für die Betroffenen hier im Hochwassergebiet. Darüber haben wir ja berichtet und vielleicht mögen Sie das auch tun.